So Leute, weiter geht's bei mir jetzt mit Gebrüll. Und zwar ist mir etwas ganz Blödes passiert. Ich habe gedacht, doch, hältst mal die Aufnahme an, gehst mal schnell auf den Desktop hier. Und also hier den überall Tab. Und während das Spiel läuft. Und guckst mal, ob die Aufnahme was geworden ist, die letzte. Ja, und dann ist das Spiel abgestürzt. Und natürlich, clevererweise, hatte ich nicht gespeichert. Total blöd gelaufen. So, da muss ich also jetzt noch mal ein bisschen herspielen. Ich habe, ja, hat sich bitte was verändert, nicht viel. Und zwar hat er jetzt die vier Steine. Er hatte ja vorher plus drei Steine gehabt, aber ich musste ja ihn liegen lassen bei diesem einen Brett da, bei diesem, wo man so draufsteigen kann. Und da habe ich dann eine Fackel hingelegt, die eh schon fast ausgebrannt wäre, und habe mir dann den Stein wieder mitgenommen, weil die kann ich ja immerhin als Waffe benutzen. So, hier hat sich nichts geändert. Schnecke hat hier Dings an. Dieses Höschen hier oder was auch immer das da ist. Ich kann es gar nicht richtig erkennen, was das sein soll. Sieht aus wie ein. Irgendwie sieht das aus wie ein Slip. Irgendwie merkwürdig. Okay, sieht aus wie ein Slip. Oder was soll das sein? Muschi frei. Oder ist das bloß so ein Latz, wie es den Tianer haben? Mit luftiger Muschi hier oder wie, ne? Das ist ja prickelnd. Egal. So, hier hat sich auch nichts geändert bei denen hier. Ach doch, ich hab ihm die Dreier Protection Hosen gegeben und ihm bloß die Zweier. Das hat sich auch noch geändert. So, sonst hat sich eigentlich nichts weiter geändert. Wegen dem nochmal hierher spielen müssen. So, oh, da guckt aber grimmig da hinten. Was ist denn das? Ach, ich habe noch was rausgekriegt. Das zeige ich euch nachher. Erstmal gucken, warum da hier so grimmig guckt. Ist hier irgendjemand? Oh, da guckt echt das doch mal, ne? Das sieht doch so geil aus. Da kann man bestimmt irgendwas hineinstecken, ne? In den Mund. Ne, hier steht was. Was steht denn hier? Heal my sein. My sein. Naja, ich vermute mal die Augen, meint er. Werden wir sehen. Oh, so geil. Ich bin immer noch von der Grafik fasziniert. Ach nee, lassen wir erstmal hängen. Ja, lassen wir erstmal hängen. Können wir nachher mitnehmen. Ach so. Wenn wir hier eh wieder her müssen, kann ich das doch gleich mal hier ausprobieren. Und zwar habe ich nämlich was rausgekriegt. Ich höre irgendwas. Ich habe gerade was gehört. War das hier? Nö. Ich habe nämlich was rausgekriegt. So, man kann hier einen Marker setzen. Ja, so, da kann man zum Beispiel jetzt hier hinschreiben. Maske. Da weiß ich. Aha. Ach ja, das ist der Weg zu den Masken. Manchmal hat man so verschiedene Punkte, wo man wieder hin muss. Und so wie ich mich in zwischen Dungeons hier verirre, ist das eine sehr große Hilfe. So. Ach genau, das wollte ich überhaupt mal rauskriegen. Inwieweit müssen, oder man kann nicht von der anderen Seite mal probieren. Nee, geht auch nicht mehr. Ach so, wenn ich rechts daneben laufe, macht das schon auf. Ja, bei Dungeon Masters hat er es da manchmal nicht aufgemacht. Da musstest du immer erst durch den ganzen Raum schreiten, dass auch wirklich alles nachher freigeschalten war, sozusagen. So, hier kommt doch bestimmt ein Vieh oder sowas. Nö. Oh, schön. Sure. Irgendwas ist da. Oh, ich stehe hier drüben. Seht ihr's? Oh, was ist denn das? Sieht aus wie ein Baumstumpf irgendwie. Oh, hier, guckt euch das hässliche Vieh an. Ach, Igitt, wie hässlich bist du denn? Oh, ja, ich hab das gesehen.
wollte schmeißen, so als Gemälde. Aufladen. Ach genau, ich kann hier zaubern. Stimmt ja. So. Oh, da sind noch mehr von den Fliegern. So zählt die Viecher, hä? Oh, kommen da. Da hat man nichts mehr zum Zuhauen. Ach gut. Oh, was war denn das jetzt? Ach Quatsch, ich muss ja hier drauf drücken. Oh, ich muss da unbedingt noch eine Schlachtwaffe in der Hand stellen, der Schnecke hier. Oder viele. Viele Dings hier. Oh, da brauchen wir lange zum Erholen hier drauf. Wie nur. Das kann ich doch verpassen. Ich habe eine Idee, wir grunzen mal schnell, dass die wieder alle heile sind hier. Hm? Da, wieso, da mit der höchsten Gesundheit kriegt das meiste ab. Das ist ja auch merkwürdig, ja? Hier, unser, wie ist er, wie hab ich ihn genannt? Garak. Unser Garak. Ja, die Worte ist schön auf Dresche, kannst du haben. Eins aus dem Maul und noch eins. Warte mal, du kannst zaubern. Warte, die noch einen drauf. Die kann ich. Der kann, der kann. Die kann zaubern. Oh. Die Viecher sind ganz schön zäh, muss ich sagen. Oh, aber wir können ja immer schön heilen. Oh. Müssen die mal was essen? Oh, jetzt muss ich erstmal nachgucken, ob die was... Ach so, repariert es den da vielleicht immer wieder? Das ist ja was blöd. Ich überlege gerade, was könnte ich denn der haben? Haben wir noch irgendwelche Waffen? Irgendwas? Ne, haben wir bloß dieses. Ja, gibt mir noch eine Fackel in der Hand. Kann sie mit Fackeln um sich schlagen am besten, ne? Oh, da wird es auch richtig helle, guck an. Man kann also, wenn man es richtig helle haben will, auch mehrere Fackeln vorhanden. Ne? So, also. Und aufmachen. Na, danke auch. Oh, der nächste. Also die Verlinden können eigentlich so gut wie gar nicht schwingen. Die brauchen wirklich. Das ist gar nicht. Die treffen wir überhaupt nicht. Und da drückt man alle vier Wochen. Na komm. Bringt überhaupt nichts. Ich hau ihm eine drauf. Da kommt noch so ein Mistvieh. Oh, scheint nicht so zu sein. Lass mal die Bewaffnung wiederholen. Was ist das? Herder Cup. Was auch immer es heißt. Auf jeden Fall können wir es essen. Ach so, genau. Nahrung wollte ich gucken. Sieht denn bei euch wieder Nahrung aus, Jungs? Ja. Ich werde mal ein bisschen was verteilen an die Jungs. Hier, hast du was? Hier, hast du was? Ja, jeder. Was wiegt das? Was wiegt das? Das wiegt 1, das wiegt 1,8. Nehmen wir das. So, und dann kriegt jetzt erstmal jeder was zu schlafen. Das ist ja hier. Nicht, dass mir jeder weghungert oder sowas Blödes. So, Schnecke, du hast schon irgendwo gegessen. Die war schon essen. Hallo? Ach. Ach so. Ja. Ach. Ja, danke. Die ist eh ausgebrannt. Kann ich ihr aber als. Ach nee, wie hat man das? Ich hatte ihr die Steine gegeben. Ach nee. Ich gebe mal die zweite Fackel. Noch einen von denen in der Hand. Wenn die geschossen hat. Aber das ist ja blöd. Das hat ja nichts gebracht. Da hatte ich das Gefühl gehabt, dass ich da einmal getroffen habe. Also ich dachte, ich habe da nicht ein einziges Mal getroffen. Gut, ist dies. Ein Pilz. Gut, gleich wieder essen da. Finde ich in Ordnung. Ach, blöde Kuh. Du sollst dich alles gleich auffressen, Mann. Ach gut, Dirk, noch einmal. Ich bin aber auch doof. Warum haue ich nicht einfach bloß auf das Bild drauf? Das reicht doch. So, ist ja irgendwie ein Knopf oder sowas. Ach, guck dir ich noch mal die Mama an. Ja, der Hammer.
Also die Texturen wirklich absolut grandios, finde ich die. Also so richtig, so stelle ich mir das vor. Vor allen Dingen auch die Übergänge unten am Fußboden finde ich so hammerharte, dass sie das so dran gedacht haben. Das hat mich zum Beispiel bei Skyrim aufgeregt, dass da die Felsen wie ein Gestanst teilweise aussahen. Im Fußboden. Oh, hier ist der Stein. Wo ist der Knopf? Hier ist kein Knopf. Kommt hier irgendwie die? Ah, haben wir wieder einen Pilz. Nice. So, ach, du bist drauf, ne, drauf gelegt. Ich hau immer auf die rechte Maus. Oh, was ist das? Das ist. Was ist denn das? Leg das mal her, das will ich mal lesen. Was steht da? Was? It is now for its potential. Ach, bestimmt eine Zutat oder sowas. Ja, das ist bestimmt eine Zutat. Denn essen kannst du das Ding doch nicht. Nee, rechte Maus, das da ist nicht. Gut, Zutat. Ah. Oh Gott, ich habe nach einem kleinen Druckknopf gesucht für dieses Tor da hinten. Und da machen die hier einen Schalter. Da hätten sie auch neben die Tür machen können. Na, die sind lustig. So, habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Sieht nicht so aus. Ja, ich hoffe, ihr gewöhnt euch daran, dass es bei mir wirklich sehr langsam vorangeht. Dieses Let's Play könnte ewig dauern. Weil ich guck, siehste, ich verpasse sonst immer. Ich muss wirklich jedes einzelne Mauer gucke ich mir vermutlich hier in diesem Ding an. Irgendwo ist irgendwas passiert. Jetzt geht's wieder zu, hä? Ja, irgendwo ist irgendwas aufgegangen. Hört das? Links von uns. Ach, hier. Secret found. Geheimnis gefunden. Oh, was haben wir hier? Dagger. Zeig mal her, hier den Dagger. Mal gucken, was da kann. Oh, 7. Ja, das ist natürlich gegenüber die 5 natürlich ein großer Fortschritt, gell? Das ist natürlich ein großer Fortschritt. Wo hat denn der diese Evasion? Merkwürdig. Ja. Oh, nochmal ein Zutat hier. Cool. Komm, Schnecke hier, mach mal dein Ding hier auf. Das will ich auch wieder übereinander legen. Ne? Ah, wunderbar. So. Und hier. Nochmal Zutat. Cool. So, noch irgendwas? Ach, das war der Schalter hinten von dem Gitter. Ne, sieht nicht so aus. Ey, cool. Wir mussten hier bloß tausend solche komischen Tiere hier besiegen. Oh, sieht so geil aus. Hässlichen. Bin ich auch gespannt. Ach, genau. Genau. Kurzer Cut. Weiter geht's. Ich musste erst mal speichern. So was Blödes passiert mir sonst ständig. Mache ich halt zwischendrin immer mal in. Also ich habe zumindest jede Taste gefunden für Schnellspeichern. Das wäre mir natürlich recht, aber sowas gibt es da hier scheinbar nicht. Ich muss noch eine Zigarette anbrennen. Ich ausgegangen. Beim Labern. Und Durst habe ich auch. So. Oh, Leute, guckt euch das an, das sieht so geil aus. Und das ist erst der erste Dungeon, gell? Das müsste also. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das irgendwo draußen noch weitergeht. Da hinten haben wir alles. Dass das draußen weitergeht,
Da kann ich mir vorstellen, wie das draußen aussieht, wenn es hier drinnen schon so geil aussieht. So. Was höre ich? Ich höre was schmatzen. Oh, Shadow. Ich stehe in Schatten. Und ich höre Türen klappern. Och, das erinnert mich, dieses von Weitem aufgehende Türen, das erinnert mich wieder an Dungeon Master, wenn die dann die Grippe irgendwo rausmarschiert sind und du wusstest, oh Gott, und du wusstest, gleich kommen sie hier um die Ecke gebatscht. So, mach mal dein Ding hier fertig, dein Zauber. Und gleich loslegen. Och, Moment mal. Kann ich? Ach so, Mann. Kann ich von hier aus? Nee, hä? Bringt das halt? Nee, das hat bringt nichts. Schmeißen bringt wohl eher was. Ja. Ein auf dem Arsch. Na komm her, Schnecke. Noch einen auf dem Arsch. Ach, daneben. Shit. Nicht passiert. Ha, hat nicht gereicht. Na gut. So. Ob der aus der Entfernung mit dem Messer zustechen kann? Ja, die kannst du bestimmt hier. Mal sehen. Ja. Wollen wir versuchen, machen wir auf. Machen wir deine Dings an. Oh, Quatsch, recht mal ist das. Oh. Warte mal eine. Nö. Hier noch mal rein. Also bloß noch die zwei da hinten hinter dem Gitter. Dann muss man hier Futter nehmen. Ja, nimm das in die Hand. Ne, ich nehme das mal hier. Das gefällt mir besser. So, was ist jetzt hier? Da war gar nicht Schnee. Ach, hab ich nicht gesagt. Ein bisschen Maul hier. Mein Stein, du Mist hier. Was ist hier noch? Ah, hier gibt es was zu finden. Schön. Noch ein Stein da. Einer liegt noch da hinten, gell? Oh, was haben wir hier gefunden? Gucken wir her, jetzt müssen wir erstmal angucken hier. Was ist denn da? Ach so, Quatsch. Ach, hier, Fireburst. Fireburst. Wollen wir die ganze Zeit hier anwenden. Brauchen wir die? Müssen wir die mitnehmen? Ne, wir kennen ja. Ach, wegschmeißen kann ich sie immer noch. Oder? Hier, ja. Ja. Okay. So, oh, was haben wir hier? Nochmal, was? Leinklot. Keine Ahnung. Mein Englisch ist nicht gut genug. Auf jeden Fall kriegst du jetzt auch so einen Latz. So. Da haben die alle was zum Anziehen. Oh, hier liegt noch was. Was ist das hier? Was ist das? Tartaret Cloak. Umhang auf. Heißt das sicherlich. Auf Altrussisch. Keine Ahnung. Umhang. Was kannst denn du, Umhang? Ausweichen plus 2. Also wäre das doch eigentlich. Wie sieht es denn bei dem? Der hat noch kein Ausweichen. Hier oben geht das. Der kann hier schon ausweichen hier. Ja? Hier ist zwar nicht ganz klar, was das ausweichen soll. Wohin will der ausweichen? Die stehen zu viert vor dem Vieh. Oder was auch immer. Wo will der hin ausweichen? Hä? Merkwürdig. Naja, egal. So. Oh. Knöpfe habe ich auch nicht gesehen hier. Ich muss
jetzt noch da rein hier. Ich hatte das eigentlich nicht aufgemacht, das Gitter. Merkwürdig. Das ist doch mal aufgegangen. Das ist gar nichts. Das empfinde ich schon als merkwürdig, na egal. Ach, das da ist bloß das Vieh. Hm. Zwei Stück sind da drin. Na gut. Dann kommen wir irgendwie zurück. Ja, wir können zurückgehen im E-Fall. Ja, mit dem Stein. Ja, und? Ah. Eine aufs Maul. Eine aufs Maul. Eine aufs Maul. Oh, 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 oh. Lass nicht dagegen, dass meine Schulter ist, was mir nicht mehr jetzt aufschlagen. Oh. Ah, hier liegt noch. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir das Ding da reingehauen. Ach, schon wieder. Diese Tastendrückerei ist nicht mein Ding hier. Muss ich echt mal so sagen. Hier, du kannst nochmal, du kannst. Ah, gut, haben wir sie alle. Haben wir sie alle Platten. Ey, ist euch das schon mal aufgefallen, wenn die über die Platten geht, da wippt man sie so nach vorne. Ich finde das absolut geil. So, wieso nimmst du die tatsächlich nicht auf, Kollege? So. Okay, haben wir alles wieder? Was haben wir hier Schönes? Ach, hier noch so ein Ding für seine Ohren. So, hier noch irgendwo. Ah, hier ist ein Knopf. Was ist da jetzt gemacht? Oh. Ah, nächste Idee. Was passiert jetzt? Ha, sind doch nicht ganz so doof, wie wir dachten. Ja, mit meinem Stein. So. Ja, mit der Fackel. Ja, ist so. So. Das hier hinten überhaupt nichts, war wundert mich. Muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, hier liegt noch irgendwas. Aber scheinbar bloß das Versteck für die Schnecken gewesen. So. Nee, da brauche ich mal. Ja. Okay. Oh, oh, oh. Oh, 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 was passiert da jetzt gerade? Oh, 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 oh. Was die Hölle? Was zur Hölle war das gerade? Jetzt gibt es hier auch noch Erdbeben. Na, ich glaube doch, ich spinne. Ja, da haben wir die Programmierer. Hauen die da in Erdbeben rein. Und erst zu spät vor allen Dingen, gell? Das ist ja der Hammer, gell? So, okay, greifen wir uns mal hier in das Ding. Hier hast du. So, und bevor wir hier reingehen, werde ich die Aufnahme erstmal beenden. Und ja, geht's dann im nächsten Part weiter. Ich sage dann mal Tschüss und weg, Sheradan LP.